Alles Hallo. gut. Hast du auch das Rummotzen von mir nicht aufgenommen? Doch, das habe ich natürlich aufgenommen. Hallo und willkommen zurück. Guten Nacht. Zur blöden Push. Zum blöden Sicher, dass nicht gerade hier die Wand abreißt? Ich bin mir sicher, dass ich die Wand... Wieso kommt die Decke auch runter? Na gut, ist egal. Oh! So, Sissi, von jetzt kann ich von hier aus die Treppe demolieren. Ja, genauso hatte ich es mir nämlich gedacht. Ne? Das heißt, du kannst jetzt... Ich laufe mal wieder runter. Nein, du solltest nicht auseinandernehmen. Du sollst die Tür öffnen, verdammte... Siehst du? War es doch nicht so gut. Du kannst jetzt also hier hochlaufen, kommst in die Base rein. Ja? Komm ich mal raus. Und reißt dann hinter dir die Brücke ab. Und das war's. Ja, aber du hast hier keine Wand mehr drin. Das heißt, die Springer werden hier reinspringen. Nee, wir stellen jetzt hier eine Kiste hin, ja, mit dem Material für eine Wand zu bauen. Ja, aber die können wir ja nicht mehr aufwerten. Doch, wenn wir das Zeug für die Material bauen, also quasi für das Aufwerten einer Wand hier Weiß hin. Nicht. Ja, hast du eine bessere Idee? Bisschen tiefer da Teil bauen. Ja, dann versuch's mal. Viel Spaß damit. Versuch's. Reiß sie ab. Baue sie tiefer und dann guckst du mal, ob du sie immer noch abreißen kannst. Ich glaube nämlich nicht. Das Spiel weiß, wenn du jagen gehst, dann kommen keine Tiere mehr. Ja, das ist ja der Punkt. Ich hab's ja absichtlich so gebaut... Warum liegt da oben noch ein Tier in der Falle drin? Weil da schon wieder eins reingelaufen ist. Nee. Achso, du hast es schon wieder neu aufgeladen. Oui, oui. Oh, okay. Je magnifique. Du, 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 du. Das funktioniert ja hervorragend, diese Falle. Zack. Reload. Kann ich nicht. Aber egal. Wir haben wieder ein großes Stück Fleisch. So. Kannst du es jetzt denn die... Jetzt kommt... Nee, du kommst hier nicht durch die Fenster durch. Das Echt bringt nicht? Nein, du kommst nicht durch. Du kannst auch nicht drüber springen. Das funktioniert nicht. Du wolltest doch die Treppe tiefer ansetzen. Ging das nicht? Das ist tiefer. Das ist nicht tiefer, ist genauso hoch wie vorher. Ja. Ja, versuch. Alea, wenn du mir nicht glaubst, dann musst du es wohl selber versuchen. Ich kann es nicht ändern. Der ungläubige Thomas muss nun mal selber lernen. Was? Ja, ungläubiger Thomas. Du bist ein ungläubiger Thomas. Wieso bin ich ein Thomas? Ja, ich bin so nicht sagt man das. Ich bin das. So sagt man das aber, Alia. Wenn einer nie, per Du nie was glauben will, weil man ihm was sagt, dann ist man ein ungläubiger Thomas. Ich will jetzt nicht sagen, zu blöd, um ihm etwas zu glauben. Das will ich jetzt nicht sagen. Das wäre irgendwie auch nicht nett. Das heißt, du willst jetzt mal den Boden und die Wand neu bauen. Ja. Ja, Hauptsache, wir sind sicher, oder nicht? Wie gesagt, wenn du eine bessere Idee hast, dann komm, sag. Ich lade dich ein, dich an der kreativen Maßnahme hier ich zu beteiligen. Ich laufe da durch. Ich mache kaputt. Und dann laufe ich da hinten durch. Ja, viel Spaß dabei. Und wenn es wieder nicht klappt? Soll ich dir zeigen, dass es klappt? Ja, mach, was du willst, Alia. Ich mache es so. Es nervt nur, Alia, die ständigen Diskussionen mit dir. Anders Guck, kann bin ich durch sagen. An der Stelle. Ja, jetzt kannst du dir auch mal eine Runde darauf einbilden, wenn du Lust hast. Ich mach's so. So, Nägel, Plastik brauche ich. Und ich finde, das spricht auch gar nichts dagegen. Wenn man leicht doch reinkommt. Ja,
Danke. Wenn man leichter da reinkommt. Weil ja, aber dann jedes Zeit Mal, dass Geld. Alles abreißen ist. Ja, aber auch. Wir haben doch die Zeit, weil wenn da kommt, die Wave ist started, ne? Wenn das kommt, dann kommt doch erstmal keiner. Also können wir alle gemütlich da reingehen, springen ins Haus rein, reißen die Treppe hinter uns ab, bauen die Wand rein und fertig. Und dann kommen die Ersten doch erst. Ich sag ja nur, das ist sehr, falls wir mal ein bisschen zu spät sind, kriegen wir das nicht mehr hin. Ja, ist schon klar. Wir dürfen halt nicht zu spät sein. So einfach ist das doch letztendlich. Aber es ist zumindest eine vernünftige Lösung. So. So, Material für eine Wand. Im Boden braucht man einmal Holz, zweimal Bretter, ein Seil. Wieso? Ah ja. Nein. Nee, wieso nicht? Wieso machst du das nicht? Willst du mich ärgern? Ja. Ah, da. Von da aus kommen wir ran. Also. Einmal Seil. Ich mache jetzt 8-mal Holz rein, einmal Seil, 8-mal Holz. Und Bretter. So, was braucht man für eine Wand? Wand mit Durchbruch, einmal Holz, da habe ich ja genug drin. Dann braucht man noch mal Seil, 2 Stück. So, das heißt, ich brauche nur noch Bretter zu machen und gut ist. So, Dirk, was hältst du davon? So. Du willst dann nur das vordere Ding wegnehmen, oder was? Genau, wir bauen kurz vor der Zombie-Nacht hier eine Leiter hoch. Wir können dann gemütlich ins Haus rein. Die Leiter, die letzte Stück der Leiter, lässt sich von innen abbrechen. Ja. Und da musst du aber eine Wand setzen wieder, ne? Genau, und das Material für die Wand ist in der Kiste unter der Treppe. Das heißt, man nimmt einfach das Material dann da raus, baut zack, zack die Wand hin und fertig. Und keiner kann mehr rein. Ja, das sehen wir dann, wenn die nächste Nacht ist. Wir probieren das einfach aus. Wir probieren das einfach aus, genau. So, was ich jetzt noch mache ist, ich werde mal gucken, ob ich eine Tür auch machen kann. Bretter brauche ich. Baumstämme. Warum habe ich denn keine Baumstämme mehr dabei? Nicht mehr. Da sind Baumstämme. So. So, weil wenn da nämlich eine Tür da rein kann, jetzt schon. Eine Tür kann natürlich öffnen. Ja. Eine Wand mit einer Tür, das ging ja noch besser. Ja, und deswegen, das versuche ich jetzt auch noch. Ob das geht. Wird nicht gehen. Ich glaube es auch nicht, aber ich will es versuchen. Da brauche ich noch eine Eisenplatte. Oh, habe ich vergessen. Bild.
Zack. Ist drin. So. Stairs. Brücke. Treppe. So, also du kannst. So, du kannst sogar die Bretter, die Treppen ein bisschen tiefer ansetzen. Das geht auch noch. So, jetzt weiß ich natürlich nicht. Da kann man auch reingehen. Ja, ich versuch's ja gerade, Alea. Dann kannst du es aber nicht abreißen. Nee, das geht nicht. Okay. Das geht nur, wenn du die Treppe höher ansetzt. Das geht. Wenn man so noch durch die Tür kommt. Ja, kommt man. Ja, und so kannst du auch die Treppe demontieren. Ich, ja. So geht's. Höher kann man die nämlich auch besser anvisieren und dadurch kann man die auch abbringen. Ja, aber das geht. Trotz allem, Alea. Du hast eben gesagt, es geht nicht. Es geht. Ja, wenn es tiefer ist. So, dann kann nämlich auch die Wand drin bleiben. So, ich versuch's nochmal. Einfach nur. Ja, du musst zwar dich bücken, um durch die Tür zu kommen, aber es geht. Super. So soll es sein, so darf es bleiben. So, so habe ich mir das gewünscht. Alles passt jetzt perfekt zusammen. Weil wir abgetrieben sind. Entschuldigung. So, warum hockst du? Bretter sind drin, weiß ich selber nicht. Okay, jetzt brauche ich noch neue Seile. Ich weiß nicht, er will auch nicht hocken. So, jetzt hört's auf. Papa? Ja? Wo stehe ich bei dir? In der Luft. Ich stehe in der Türe. Ja, und? Hauptsache das Ergebnis stimmt, finde ich. Ich habe die zugemacht und dann stand ich da drin. Ja, das ist. Es ist halt ein neues Spiel. Das ist halt noch ein bisschen buggy. Das ist einfach so. So, jetzt de facto, jetzt können wir auf jeden Fall die Tür hier zumachen. Wir können das Podest hier abreißen. Ich bin gerade gegen die Tür gesprungen. Ich weiß, ich hab's gesehen. So. Hey. Leg sie tiefer. Weil jetzt kommen wir ja hier hoch. Nein, ja, guck mal, kannst du gleich ausprobieren. Ja, herrlich. Hey. Hey. Lass meine Treppe gehen. Komm, Zombie. Gut, dass du sagst, danke. Hey, wo ist mein Bogen? Oh, ein Käseigel. Oh, ich bin tot. Ach, nicht nur du. Tötet in den Rücken. Boah, ich bin auch gleich. Aha, man Läuft kommt aber so nicht raus. Das ist schon mal ein Hinweis. Raus kommt man nur durch die Tür unten. Alter, der frisst aber. Ja,
haben einen Käseegel zu versuchen. Genau. Nimm ruhig, ich hab ja eh genug. Echt? Echt, ja, ich hab 100 irgendwas Zeile. So, 170. Ich brauche Beton, ich brauche Stein, ich brauche bearbeiteten Stein. Erst gut. Was brauchte ich noch? Ah ja, Seile. Die hatte ich genommen. Okay. Und Dirk, findest du es gut so? Warte. Also muss natürlich mal ausprobieren, ob auch alle klarkommen damit. Was mit der Hochklettern? Ja. Und dann ich komme nicht rein. Du musst dich bücken. Du musst dich einmal hocken, für da durchkommen. Okay. Ach, Bretter brauchte ich, das war's. Also wenn jemand kochen kann, dann ja, hat er wieder ein bisschen was her. Ich kann. Hast du gelernt? Ja. Dann gehe ich schon mal wieder die nächsten. Du warst aber sehr fleißig, Dirk. Sehr, sehr fleißig. Ich hab auch. Ariad hat auch. Ich hab dir Schweinefleisch gebracht. Sehr schön. Craft. Aber ist noch lange nicht genug, sag ich direkt. Entschuldigung, ich kann ja nicht zaubern. Ja, ist schon klar. Ich sag's nur, wie es ist. Es ist noch nicht genug. Weil du musst bestimmtes Fleisch haben, um den, um dich aufzubauen, ne? Ja. Du kannst dich nur mit Fleisch aufbauen, anders geht's nicht. Ja, aber auch nicht mit jedem. Doch. Am besten ist, hier Schweinefleisch ist am besten. Echt? Nicht Hühner? Das Vogelteil? Bringt 30. Das Vogelteil bringt mehr. Ich weiß nicht, guck mal. 40 nee, und 20 bringt nur 10. Das Vogelteil bringt nur 10. Echt? Ja. Herr, wo? Zeig. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Nicht die Vogeleier. Nein, du meinst das gebratene Hähnchen. So, ich habe wieder volle Energie. Die Hühnerbrust. Ja. Gut. So, gekochtes Eis auch drin. Also ich bin voll, der restliche Fleisch ist für euch. Ich habe das kleine rohe Fleisch habe ich mitgenommen, um die Falle oben wieder scharf zu machen. Wenn ich hochkomme. Dem vorausgesetzt. So. Ja, ich meine den gerösteten Vogeln, das bringt 30 und 10. Bei mir steht 10. Ja, 30 und 10, genau. Aber der gelbe Balken ist, ja, ich weiß, meinte ich ja. Ich meinte ja 30 oder 40 und 10. Ach, scheiße, ich habe keinen Samen dabei. Och, ich könnte schon wieder kotzen. Immer dieser blöde Samen. Warum bin ich kein Mann? Da hätte ich immer Samen dabei. Echt? Ich hoffe es. Ja, wir haben keinen Samen mehr. Ist ja logisch. Alles andere wäre einfach zu einfach. So, Craft. Seile. Craft. Aber der dicke Typ mit dem Wingstab, Jimmy, killt die ja. Echt? Ja. Mit dem Beil? Ja. Hat mal wieder das blöde Ding geschmissen. Ja, das war schlimm. Auch als ich vor denen weggerannt bin. Die ganze Zeit schmeißt er damit nach. So viel kann der doch gar nicht da haben. Echt jetzt? Lohnt sich das immer so? Plastik. Gummiringe. Mehr Plastik brauche ich nicht mehr. Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle,
wie man vernünftig an Eisen kommt. Eisen? Mhm. Das ist doch ganz einfach. Durch Eisenteile. Ja, ja, klar, aber vernünftig, weißt du, du findest ja nirgendwo vernünftig Eisen. Ich habe schon wieder die Bretter vergessen. Ich werde wahnsinnig. Ich vergesse immer die Bretter. Und Eisenplatten brauche ich auch. Eisenplatten. So, Bretter muss ich machen. Holzbretter, 10. Gut. So. Rund in die Wildschweine. Eiernägel war's. Warum habe ich keine Nägel hier in der Kiste? Hat jemand Nägel? Oder soll ich neue machen? Ich hab's auch alles da gelassen. Ja, ich fach ja noch. Das mit zum Jagen mit. Ja, dann muss ich neue machen. Ich brauche Äste. Hier ist alles kaputt. Äste haben wir auch keine mehr. Alea? Ja. Du müsstest Äste besorgen. Fick die Wand an. Jawohl. So, ich habe auch noch mal Take All Skin. Einen Fuchs gefangen. Fuchs, du hast die ganz. Was ist der blöde Wolf? Ach, da. Halt doch mal still, Vogel. Halt doch mal still, Wolf. Echt jetzt? Die Tiere. Nee. Okay, ist einfach in die Wand geflogen. Okay, dann ist das so. Einfach ins Gebirge geflogen. Ist quasi ein Gebirgsvogel wahrscheinlich. Du brauchst noch Eisen oder was? Ja. Soll ich während des Jagens Eisen abbauen? Ja, wenn du findest, klar. Weil, wir brauchen das Eisen, um Eisen zu bauen. Munition zu bauen. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin ein Schwan, einfach nur doof. Okay, du musst das Messer in der Hand, dann bist du schneller. Wir spielen Counter-Strike. Mhm. Das ist so. Haben sich aus allen Spielen was rausgesucht, ne? Ja, ja. Will der mich verarschen? Ich bin 20 Metern von dem Scheißfuchs entfernt und der rennt schon weg. Was? Ich bin 20 Meter von dem Scheißfuchs entfernt und der rennt schon weg. Nein. Ich bin inzwischen ungefähr 50 Meter von der Base weg und trotzdem, wenn ich was esse, mache ich die Kiste auf der Base auf. Geil. Auch geil, ne? Ist quasi eine ferngesteuerte Kiste. So. Oh, ich muss und Samen brauche ich, Alea. Wenn wir einmal darüber reden. Ich muss tatsächlich zurückkommen. Bin fast tot. Okay, dann wird's aber Zeit. Du bist hier willkommen, Dirk. Das weißt du. In der Base. Die noch nur aus Wänden besteht. So. Samen haben wir immer noch keine, merke ich. Na gut.
hoffe jetzt endlich. Ja, upgrade. Herr Nacht. Also durch die Steintür kann man auch noch durchklettern. Von daher. Ja, die Größe an der Tür verändert sich ja nicht. Ja, aber hätte ja sein können. Du weißt ja, Programmierer sind manchmal doof. So, Boden auch reingezogen. Hast du eine Angel? Nein. Wieso? Gönnst du ja Angel. Achso, dann mach das. Kommt vielleicht noch. Man weiß es ja nicht. Geh. So. Du sollst gehen. Ja, wohin? Wieso? Hast du was gegen mich? Nein, nicht du, Carina. Ach so. Ich dachte, du hättest was gegen mich und ich soll gehen. Oh. Raus! Immer dasselbe. Mal soll man kommen, mal soll man gehen. Die können sich einfach nicht entscheiden, ne? Was? Ach, nix. Keine Sorge, ich hab nur über dich gelästert. Was hast du gesagt? Nichts. Glaube ich dir nicht. Ja, weiß ich. Deswegen habe ich ja direkt gesagt, mach dir keine Sorgen, ich habe nur gelästert, weil du so oder so sagst. Glaube ich dir nicht. Auch wenn ich es nicht getan habe, du würdest mir so oder so nicht glauben. Von daher kann ich ja ruhig sagen, ich habe gelästert. Auch wenn es nicht stimmt. Verstehst du? Ja. Ich habe ja den letzten Teil des Satzes gehört. Ah, gut. Danke. Ach, ich habe doch keine Äste. Ich brauche Äste. Und das Fahrfeste. Gut. Jetzt gehe ich selber Äste holen. Oh. Bild. Ich mache mir ein Bild. Oh ja. Obwohl, das sieht schon schön aus, wenn man von der Seite guckt. Man sieht, was es mal wird. Wenn es mal fertiggestellt bekommen. Die Frau. Das ist cool. Ich habe einen Vogel auf dem Auto gekillt und die bückt sich um den. Ja, der liegt wahrscheinlich unterm Auto, der ist da durchgesackert. Okay. Ja, ist einfach so. Das muss man einfach lernen, sagt der Spiel. So ein Spiel. Bei mir sah es aber auf dem Auto lag, aber. Jetzt habe ich zumindest ein paar Äste. Haben wir auch Samen?
Ja, einmal Samen habe ich sogar. Ich könnte jetzt mal die Falle wieder reloaden. Das ist auch mal schön. Jetzt brauche ich mir noch ein bisschen Eisen. Ich hoffe, dass damit was anfangen kann. Ja, ja. Ich will auf jeden Fall mehr Munition machen. So, wo ist die Falle? Ach, ich bin zwar noch da. Okay. Das ist ja super, Bär. Schön, dass du da auch noch vorbeikommst. Ich war ja gerade unterwegs, die Falle zu laden. Ich finde es gut, dass du jetzt gerade vorbeikommst. Es wäre auch schade gewesen. Es wäre einfach zu schade gewesen. Wenn du in die Falle reingelaufen wärst. Wenn du in die Falle reingelaufen wärst, genau. Das wäre irgendwie unmöglich. Ich helfe dir. Ist nicht nötig. Er ist schon wieder ins Gestell gebackt. Oh Gott, und Freeze, gleich lande ich in Spikes. So. Wo ist der Freeze? Mr. Freeze. So. Alles senkt. Hast du? Ja, schon erledigt. Das ist ja das Schöne, dass der noch zu blöd ist, um durch das Gestänge hier durchzulaufen. Das ist easy peasy, den zu killen eigentlich. Also so, ich hab jetzt ja. 36 Äste. Okay. Dann kannst du zurückkommen, dann kannst du anfangen, die Base zu reparieren. Also den Walk of Torture. Ja, ja, ich hab dich schon gesehen. Kleiner Wolf. Gott, der Wolf. Ja, du bist kleiner Wolf. Ich bin nicht kleiner Wolf, ich bin kleiner Zombie, wenn schon. Okay. Gut, dann bist du halt ein Zombie. Ups, da war was. Ich möchte, dass du den feinen Bogen rein in die Hand nimmst. Oh. Gerade wenn ich abziehe, ne? Ups. Springt da weg. Das ist aber auch nicht. Hätten fast erschossen. So, reload. So, Bärenfalle ist auch wieder offen. Ich wette, jetzt kommen da nicht mehr. Einfach, um mich anzukotzen. So, aber das war's auch für heute wieder. Also wir fangen jetzt an, den Walk of Torture zu reparieren. Und da bin ich mal gespannt auf die nächste Zombie-Nacht. Die wird sicherlich nicht morgen kommen, aber schaltet einfach trotzdem morgen ein, denn ich denke, es wird jetzt langsam wieder interessanter. Echt? Ja, denn die Frage ist ja, wie geht's weiter? Wie lange überleben wir, oder was? Genau, richtig. Also bis dann. Tschüss.